Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch diese Schätze hier vorstellen. Und zwar sind das Bücher bzw. auch ein Hörbuch aus der Reihe Das kleine Buch bzw. Das kleine Hörbuch. Und ich mag diese Reihe sehr, 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 sehr gerne, weil also das Hörbuch ist auch sehr kurzweilig. Das ist nicht mal anderthalb Stunden lang. Und fangen wir doch mit dem Hörbuch an. Also das Hörbuch hat eine Gesamtspielzeit von nur einer Stunde 18 Minuten. Und das sind so kleine Meditationen, kleine Übungen, kleine Gedankenanstöße. Und da kann man sich halt mal immer mal so ein, zwei Sequenzen anhören. Und dann arbeitet man damit oder lässt das ein bisschen setzen. Und dann später hört man sich ein paar Tage später die nächsten Sequenzen an. Und das finde ich das Schöne an dem Hörbuch und auch an der Buchreihe, dass das jeder in seinen Alltag so wunderbar integrieren kann, weil das ganz, ganz kurz zusammengefasst immer ganz knackig auf den Punkt gebracht ist. Nicht mit großartigen Palaver rundherum, so halte ich das ja hier auch immer. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel das kleine Hörbuch vom bewussten Leben. Einfache Schritte zu mehr Leichtigkeit, Erfüllung und Freiheit. Also da geht es halt zum Beispiel darum, wenn man jetzt den Wunsch hat, einfach in seinem Leben Dinge verändern zu wollen, um sich freier fühlen zu können, wie man dahin kommen kann, was man tun kann, um auch die schönen Dinge im Leben wieder wahrzunehmen und halt sehr praktikabel gemacht. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen, war auch sehr gut gelesen von Daniela Hoffmann. Und dann habe ich, wie gesagt, aus dieser Reihe, aus dem Heine Verlag übrigens, auch noch diese drei kleinen Büchlein. Und zwar ist das hier das kleine Buch vom Glücklichsein oder das kleine Buch zum Glücklichsein von Miriam Akhtar. Kleine Übungen für mehr Freude, Zuversicht und Erfüllung. Und es ist halt wirklich so gemacht in diesen Büchern, ihr habt halt immer auch so ein bisschen Aha- und Hintergrundwissen und aber auch wirklich ganz konkrete Übungen, die ihr in euren Alltag einbauen könnt. Und hier ist es halt so, dass es 12 Glücksgewohnheiten gibt oder dass die ja aufgelistet werden, die auch wirklich wissenschaftlich fundiert sind, diese Glücksgewohnheiten. Und die kann ich euch einmal vorlesen. Die 12 Glücksgewohnheiten sind: Lernen Sie spielen, zeigen Sie sich dankbar, kosten Sie das Positive bis zur Neige aus, nutzen Sie Ihre Stärken, geben Sie Ihrem Leben einen Sinn, setzen Sie auf Optimismus, wertschätzen Sie Ihre Beziehungen, üben Sie sich in Güte, bewegen Sie sich, gehen Sie in die Natur, trainieren Sie Ihre Achtsamkeit, streben Sie nach Erfolg. Und da kann man das jetzt halt entweder so machen, dass man sich entweder für jeden Monat eine Glücksgewohnheit aussucht und die versucht in diesem Monat zu leben, oder man macht das auf 12 Wochen oder 12 Tage, da ist man völlig frei. Und es ist immer auch super süß gestaltet, finde ich. Genau, also hier geht es um neue Glücksgewohnheiten, um mehr Zuversicht, Freude und Erfüllung im Leben. Dann habe ich auch noch das kleine Buch vom Innehalten von Danielle Marchand. Bewusste Pausen für mehr Ruhe, Klarheit und innere Balance. Das ist ja auch genau mein Thema. Die kleinen Bücher kosten übrigens 8,99 Euro auch nur. Und als ich die immer so gelesen hatte, hatte ich immer so eins in der Handtasche. Und dann habe ich die gelesen, wenn ich auf dem Spielplatz saß und die Kinder mich gerade nicht brauchten. Wenn ich irgendwo gewartet habe, wenn ich im Auto irgendwie sitzen musste und warten. Egal, ich hatte immer so ein Buch dabei und habe dann da drin gelesen, weil es halt auch wirklich sehr kurzweilig ist und schnell zu lesen ist, finde ich das halt super gut geeignet und ist halt dementsprechend auch sehr alltagstauglich, gerade für uns Mamas. Und da geht es halt gerade in dem Buch halt so wirklich um diese totale Präsenz, auch in den Momenten, also auch um Achtsamkeit. Es geht um die richtige Atmung, es geht um Bewegung, es geht auch darum, wie plane ich eigentlich auch besser. Es geht um Thema Handysucht zum Beispiel. Es geht darum, wie man besser schlafen kann. Also all diese ganzen Themen, wo es dann wirklich um Ruhe geht, wo es auch um Klarheit geht und wieder diese innere Balance zu finden. Und immer wieder mit diesen ganz, ganz praktischen
Übungen, die wirklich jeder ohne irgendwelche Vorkenntnisse oder so zu Hause machen kann. Und dann habe ich noch das kleine Buch der Ruhe und Gelassenheit. Ganz entspannt die Stürme des Alltags meistern von Ashley Davis Busch. Und das ist auch so super, super, super schön. Also es macht halt auch Spaß, da drin zu lesen und zu gucken. Genau, und da gibt es halt verschiedene Themen jetzt hier in diesem Buch. Und zwar geerdet und fest verwurzelt. Also wie mache ich das? Wie lerne ich mich wieder zu erden? Es geht um das Thema Entspannung, Gelassenheit, Akzeptanz. Also auch Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren. Geht um Dankbarkeit, Mitgefühl und dann auch so das große Ganze. Also diese ganzen Themen, die ich persönlich auch sehr wichtig finde, die in seinem Leben zu integrieren bzw. auch zu stärken, um mit dem Leben oder den Stürmen des Lebens besser umgehen zu können und die meistern zu können. Und ja, ich wollte euch das wirklich gerne vorstellen, weil das ist sowas, das ist jetzt kein dickes Buch von 500 Seiten, weil, also können wir hier gucken, das hier hat halt 94 Seiten, das auch, zieht sich das durch? Nein, doch, die haben alle 94 Seiten und es ist halt wirklich, guck mal, ne? Also das ist wirklich ein sehr, sehr kleines, dünnes Büchlein. Und die halt mal zu lesen, kann euch aber so viel weiterbringen, wenn ihr halt auch ein paar Sachen davon gerne umsetzen wollen würdet. Und ich habe die immer so bei mir im Büro stehen, um manchmal halt schnell so darauf zugreifen zu können, wenn ich manchmal so eine Idee brauche für eine Übung im Coaching oder so, finde ich die ganz, 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 ganz toll. Das hier ist nochmal das Hörbuch, was ich aus der Reihe auch habe. Weil mich das auch mal interessiert hatte, wie das so aufgebaut ist, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ich habe es tatsächlich lieber in der Buchversion. Aber ich weiß, dass viele von euch lieber Hörbuch hören. Deswegen wollte ich das einmal auch ausprobieren, um euch das zeigen zu können. Ich verlinke euch alle vier einmal unten in der Infobox. Und vielleicht hat ja die ein oder andere von euch Lust, sich mal eins der Bücher zu bestellen und zu lesen und zu gucken, was sie davon mit in ihren Alltag übernehmen kann und integrieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht einen neuen Impuls für ein neues Buch gegeben und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!